So, also, ich weiß überhaupt nicht, was passiert. World Seed, okay, kann man also Seeds machen, definitiv normal, alle Komponenten. Was ist das? Normal, was gibt's denn da alles? Da kann man nur normal. Modus Karriere, okay. Creative, nee, machen wir Karriere, ne? Muss mein Coast Guard Empire, also meine Complete Missions, das ist mal gut. Und Tutorial brauchen wir auch, auf jeden Fall brauchen wir Tutorial, ich habe nämlich keine Ahnung. Und wir nehmen natürlich als World Seed, nehmen wir nicht 72, sondern 1337, ne? Mal sehen. Vielleicht haben sie ja ein Easter Egg oder so dahinterlegt. Einmal Lead. Nick Snack. Hey, Kala, ich kann dir über Discord erst schreiben, wenn du meine Freundschaftsanfrage nimmst. Du, das geht ganz einfach. Joinst du einfach hier meinen Discord-Channel, dann kannst du mir auch so schreiben. Wenn du da auf dem Channel bist, kannst du mich einfach so anschreiben. Weil ich normal keine Freundschaftsanfragen direkt annehme. Wenn du da mit bei bist, dann wäre das alles kein Problem. So. Aber ganz ehrlich, ich habe dir letztens erst zurückgeschrieben. Also das ist eigentlich kein Problem. Jo. Also, Stormworks, wir gucken mal, was passiert. Jetzt mal gerne so, wenn man einen Discord-Server teilt, also wenn man zusammen auf einem Discord-Server ist, dann kann man sich auch Personal Messages schreiben. Das ist überhaupt kein Problem, muss man nicht direkt befreundet sein. So, Character, Gender. Ja, ach du Schande, da kann ich ja so einen Low-Poly-Charakter zusammenbauen. So, so. Kann man Female? Okay. Was haben wir denn da so? Gucken wir uns das mal an, ne? Reset, Exit, Randomize. Randomize. Yeah! Okay, was ist das? Ein Hai auf dem Kopf. Das sieht gut aus. Sieht vernünftig aus. Was ein Quatsch. Oh, die Bierkannen, ja. Als Rescue ist das natürlich ganz toll. Ja, nehmen wir natürlich ein Headset, ne? Warum? Weil ich habe halt ein Headset. Glasses. Schnorchel, nein. So, Brille. Aber Gasmaske ist Quatsch, ne? So. Ups. Aviator-Jacket. Was gibt's denn hier? Ja, nehmen wir. Komische Füße. Ja, es ist ein bisschen sehr stilistisch, ne? Egal. Komm. So, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich weiß überhaupt noch nicht, worum es geht. Wir müssen irgendwie Sachen bauen. Also selber uns irgendwie ein Boot zusammenbauen. Fix your boat. Your boat was. Also mein Boot war kaputt gegangen im Sturm. Ich werde die Workbench benutzen müssen. Okay. Workbench 36 Meter, okay. Okay. Ich klick halt erstmal alles an und guck, was hier so ist. Also Low Poly Look ist jetzt schon mal erstmal nicht schlecht. Also ich finde das schon ganz lustig. Sowas mache ich auch. Schlechte Lightmap. Your boat was damaged. Ich muss halt erstmal runter hier. Oh. Muss mir das erstmal angucken, was ich machen muss. Bin mal gespannt. Maussensitivität ist nicht gut. Kann man die irgendwie umstellen? Audio, Sound, Environment, Music. Mission Editor. Fotomodus. Fotomodus ist schon mal cool. Controls, Maus. Da. Schon ein bisschen besser. Ich hoffe nur, es ruckelt nicht zu sehr für euch.
Mal sehen. Bin da mal weg bis morgen. Alles klar, Gally Belly. Dir einen schönen Mittag. Ich will auf jeden Fall jetzt mal gucken, was dieses Stormworks macht, was das ist. Ob man da irgendwas mit anfangen kann, ne? Ach du Schande, das meinte ich. Das ist der Vehicle Editor. Okay. Hier ist mein Boot. Und das Boot, in dem Boot kann ich richtig rumbauen. Cool. Wir schauen mal. Komische Füße, ja, das sagst du gerade. Oben Kamera, Second Screen, Kamera Button, okay. So. So, ich soll Blöcke in dem Highlight Space. Mouse over und connect to block. Wieso soll ich da Blöcke? Mouse over and adjust component to choose what to connect to the block to. Then click place it. Geht ja schon mal gut los, oder? Block. Ach, ich habe nur... Ach, da soll ich den hinbauen. Da, guck mal da. Ah, okay. Dann kann ich so mehrere anbauen. Jetzt kann ich hier noch andere... Ah, das ist... Ich sag doch, das ist ein bisschen wie Lego-Technik, oder? Ah, ich soll mein Boot reparieren. Pyramidenblock. Die Ecke. Oh, krass. Klick auf den Logik-Button, damit man gucken kann, ob das alles connected ist. Interlogic Connection Mode. So, was haben wir da? Wow. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das ist ganz schön kompliziert, oder? So. Was haben wir denn hier? Sitz. Motor. Das ist ja gleich Minecraft in mit komplett wovor ich mich immer gewehrt habe, ne, Luna, so, dass ihr immer zu sehr die Add-on-Pakete habt. Eher normales Lego. Technik sieht anders aus. Ja, das stimmt. Die Technik ist das mit den Löchern drin und so weiter, ne, wo man alles connecten kann. Aber das hier sieht schon wieder was. So, den Button connecten mit dem Front Seat. To the Engines on Off Note. Okay. Toggle Button on Off. Und hier ist Engine. Okay. Das, damit kann ich es dann an- und ausstellen. Click on one of the flashing logic nodes, select it and drag and release it. Ja, okay. So, damit habe ich jetzt einen An- und Ausschalter. Jetzt. Connect Logic. Axis WS Note. Throttle, also Power, ne? Kann man das hier sehen? Throttle. Axis. Puh. Ich meine, ich verstehe das schon, aber. Axis One Note? Auch dahin. Nee. From the seat to one of the ruder and rotation. Achso, hier, hinten hin. Rotation Ruder. Ach du Scheiße. Und den anderen, man kann auch doppelt. Okay, so klar, damit beide Ruder-Sachen aktiv sind, ne? Boah, ist das kompliziert so. Also das ist jetzt Anfangstutorial, ne? Ich meine, ich muss ja nur klicken, aber du willst ja verstehen. Connect Logic, Power, Engine Power soll ich verbinden mit. Ja klar, hinten mit dem Propeller. Okay. So. Dann speichern wir das Ganze mal. Save File. Color first. Das sieht mir irgendwie zu kompliziert aus. Mir auch ein bisschen. Ich bin jetzt gerade mal gespannt, ob ich da überhaupt zurechtkomme. Es ist ja ein Tutorial, ne? So, Spawn Button. Also, wir haben den jetzt repariert, wir haben ihn connected. Und, da ist mein Boot, das ich gebaut habe. Hier, da an der Seite habe ich gerade selbst verbessert. Ich habe eine neue Mission. Press N. So. Deliver Medical Supplies. Also, das war schon mal wenigstens was. Okay. Also, neue Mission ausgewählt. Press E when looking at the crate to pick it up. So.
Jetzt soll ich das irgendwie in mein Boot schmeißen. Ob das so funktioniert? es funktioniert nicht. So. Komm ich hier hoch? Guck mal, habe ich doch hier reingemacht. So. Press F when looking up. Okay. So, okay. Ich habe. Press Tab to return to first person. Ja, los, komm, mach mal die Engine an. Ah. Habe ich ja verbunden selber, ne? Den Motor. Da vorne ist das Hospital. Okay. Ah, das ist. Weißt du, wisst ihr, das ist jetzt erstmal so. Ja, okay, ne? Das Krasse ist, was ich halt gesehen habe, die Leute haben dann halt selber Hubschrauber gebaut, große Schiffe, U-Boote, also die man dann selber bauen kann damit, ne? Du kannst das ja halt komplett selber bauen, wie du willst, ne? Ich finde das ja schon faszinierend, dass ich hier vernünftig links und rechts fahren kann. Mal sehen. Aber ein bisschen die Tutorials müssen wir uns mal durchspielen, mal sehen. Und das Ganze geht im Multiplayer, ne? Also, man soll dann das Ganze auch zusammenspielen können, was schon wieder irgendwie interessant ist. F to exit. Nee, ich will ja erstmal anlegen, ne? Vorsichtig ranfahren hier. Oh. Nein! Oh. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so gedacht. Wie komme ich denn da? Das war nicht gut, ne? So. Wie komme ich denn an meinen Sitz? So, da. Seaten. Jetzt erstmal ausmachen hier. So. Ich komme da nicht rauf, ne? Ah ja, geht doch. So. Ich weiß mal, ja, Shift-Taste. Also es ist normales WASD, was man so kennt. Und mit Shift-Taste kannst du schneller laufen. Okay. Wie gebe ich das denn jetzt ab? Einfach hier. Reward received. Okay. Also, man macht Missionen, man kriegt XP, man kriegt neue Bausteine, Lego-Bausteine quasi, ne? Ja, wie Lego ist es ein bisschen, oder? Hier hätte ich auch mit dem Helikopter herkommen müssen. Da hinten sieht man schon eine Bohrinsel. Ja, mal gucken. Wo ist das? O-Pfeiler, okay. Machen wir das. Auf zur Homebase. Ah, die Mission habe ich, glaube ich, abgeschlossen gehabt, indem ich es jetzt abgegeben habe. Ist jetzt quasi einfach nur zurück, ne? Blutsch. Ja, mal sehen, wie kompliziert das gleich wirklich wird. Bin gespannt. Aber ich sag immer, 9 Spielen sollte man zumindest eine Stunde mal unserer Zeit geben, oder? Dass man mal reinguckt. So viel muss sein. Dann fahre ich hier mal. Erstmal einfuchsen in das Game. Ja, eben, ne? Es ist ja immer so ein bisschen. Ich bin ja froh, dass es überhaupt Tutorials gibt. Weißt du? Gerade bei Early Access Titeln ist es ja so, dass du sogar häufig gar nichts hast, ne? Oh. Also ich werde öfter nass, als ich sollte, oder? Ja. Gehen wir hoch. Aber es ist ja so, am Anfang so, hä, was sollst du klicken, was sollst du klicken? Und schon beim zweiten Mal, spätestens beim dritten Mal, ist das dann alles nicht mehr so schwer. Ja, wie geht der Motor aus, was macht man, wo fährt man hin und so weiter. Das geht dann alles, ne? Mal schnell zurück, mal gucken, was passiert.
Also ich gebe jedem eine Chance. Notfalls nehmen wir das als Spiel, was wir verreißen können, was wir, wo wir drüber lachen können oder so. Das geht ja auch. Ach, ich soll schlafen oder was? Press F while looking at your bed to go to sleep. Das hätte ich auch gern mal in echt. Einfach mein Bett angucken, F klicken und dann kann ich schlafen. Oh, fast forward, okay. Congratulations, ich habe das Tutorial geschafft. Oh, das ist aber... Das war ein bisschen wenig, du. Mist. Oh, sieht aber nett aus. So, sleep, wake. Ich bin noch wake. Achso, exit bed F. So, was war das noch? N, ne? Da war ein N. Die haben wir geschafft. Erste Mission. Transfer Oil Rig Inspector from Airport. Und Transfer Crew. Follow the loss of the Brilliant Fuel Helicopters. Ja, if the Coast Guard can... Ja, können wir ja machen, ne? Das Problem ist eher, wie kriege ich da drei Leute rein, ne? Ich glaube nicht, dass in meinem Boot drei Leute reinpassen. Ist da? Rig Worker? Da. Oil Rig. Rig Worker. Okay. So. Also ich könnte mir halt jetzt vorstellen, so, Missionsanforderungen sind andere. Die müssen ja in dein Boot rein, ne? Hier halt mein Boot, aber kann das sein, dass da drei Leute reinpassen? Gott, jetzt guck mal. Kann ich einfach mal ausprobieren. Guck mal hier, mein Boot. Jetzt könnte man halt überlegen, was heißt denn das? I, K, O, J, okay. Könnte man halt hier irgendwie mehr Platz machen, ne? Also könnte das breiter bauen. Aber da ist einer, ich denke, da passen drei rein. Ja komm, machen wir erstmal. Versuchen wir das erstmal so. sorry. Irgendwie dachte ich, da wäre mein Boot. Aber ich habe was Entscheidendes vergessen. Ich muss nach dem Edit in der Workbench, muss ich das auch spawnen, ne? So, ihr Lieben, ich verabschiede mich mal, ein kleines Snack und dann eine kleine Runde mit der Schlaf. Viel Spaß! Ich beneide dich weiterhin. So, jetzt ist mein Boot aber da. Bis bald. Ich freue mich auf nächsten Samstag. So. Dann, Boot an. Und los geht's. Fahren wir mal schnell zu den Workern und gucken dann, was passiert. Genau, bis bald. Also es könnte schon witzig sein, wenn man, aber da musst du ja echt viel Zeit investieren, ne? Wenn du dann anfängst, eigene Boote und so zu bauen. Ich habe das halt gesehen, da haben dann welche Hubschrauber erstellt. Aerodynamik, muss einen Hubschrauber bauen. Also es ist wirklich was für Leute, die gerne basteln, ne? Und versuchen die Missionen dann, du musst dann die Missionen halt mit deinem Kram hinkriegen. Ja, wir gucken eins mal. Ja, bis bald, genau. Ciao. Ja, wie weit sind die noch weg? Och Gottchen. Okay, das finde ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen... Kann man hier die Zeit beschleunigen? Nee, ne? Müsste jetzt echt langsam hinfahren, ja? This game is in active development and will contain bugs. No doubt. Aber wir gucken uns halt mal an. Early Access. Ich glaube, man kann es sogar schon kaufen. Aber bei Early Access Games wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin halt froh, wenn ich mal reingucken darf. Ja. Kleine Vorzüge, wenn man mal als Streamer wenigstens mal anfragen darf bei neuen Spielen und sagen, hier, soll ich es mir mal angucken? Ja, nein, vielleicht. Machen wir das einfach mal. Es kann in die Hose gehen für den Publisher, für den Spielhersteller, aber generell habt ihr den Namen immerhin mal gehört, ne? Und wenn das jetzt überhaupt nichts ist, kann man
sich das vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal angucken, ne? So sehe ich das zumindest. Erzähl mal, was ihr so von Early Access, wie ihr da so zu steht. Habt ihr schon... Es ist ja auch nicht Kickstarter, aber es ist ja schon so eine Art Unterstützung des Erstellers, dass das weitergeht, ne? Seid ihr schon mal reingefallen? Habt ihr es schon mal gemacht? Was ist da? Da ist eine Kiste. Können die einsammeln? Oh, Wasserphysik. Nicht so einfach. Okay. Na. Ey, komm. Da ist eine Sternekiste. Die muss man doch nehmen, oder? So. Oh, hier, ich habe hier so einen Wellengang. Ich spring mal raus. Sollte man nie im Leben machen, ne? Oh Gott. Trailrotor. Und 10.000. Und hinten, man geht genau über die Schraube wieder ins Boot rein. Nicht gut. Ich sag nur Kettle and Crops, Neverending Story. Ah. Ja, okay. Wobei das Spiel wesentlich besser aussieht und schon vorangeschritten ist als viele andere Kickstarter Early Access Titel. Ne? Gibt halt auch viele, die sammeln das erste Geld ein und dann sind sie weg, ne? Das wissen die Leute, das bedenken die Leute immer nicht dabei. Aber ja, muss man glaube ich schon echt ein Fan sein. Hätte ich für die Aufgabe jetzt vielleicht einen stärkeren Motor haben müssen, weil das dauert ja ewig, bis ich da ankomme. Wo sind wir noch? 1 Kilometer entfernt hier, 1,6. Aber schon mal schön, es gibt ein Wetter- und Tageszeiten-System. Das ist schon mal cool. Trägt auf jeden Fall viel dazu bei. Nicht, dass da immer die gleiche Uhrzeit ist, ne? Mal schauen. Aber ich habe gerade Rotorblätter. Oh, da war noch. War das noch was? Ne, das waren nur. Das ist nur so Seetang oder so. Mal gucken, ob man nochmal eine Kiste sieht. Das finde ich jetzt gut, dass ich da angehalten habe. Also Rotorblätter habe ich da gefunden gehabt und halt richtig viel Geld, ne? Ob man hier noch andere Tasten drücken kann. Das war ja ein Profiler hier, ne? Das ist so für gucken, ob irgendwas kaputt geht. So, die anderen Tasten sind irgendwie nicht belegt, ne? So, wehe, da passen jetzt nur 2 von den 3 oder so rein. Hä? 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 Nee, eine Map? Ja. Wie komme ich denn da jetzt hin? Interessante Geschichte. Muss ja hier irgendwo eine Anlegestelle gehen. Wahrscheinlich muss ich auch noch. Muss ich die an der Hand nehmen, wa? Muss ich hingehen und sagen: Hier kommen Jungs. Kommt mal mit. Ich hab da ein Boot. Ich suche gerade die Anlegestelle. Ah nein, ich bin ausgestiegen. Guck mal, fehlt zum Beispiel Licht. Muss man bestimmt extra selber. Muss man selber anbauen. Lego-Baustein für Licht muss man erstmal haben. Und jetzt wird es nämlich super dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch was seht. Ich sehe nämlich auch kaum was. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Doof. Könnt ihr überhaupt irgendwas erkennen? Das ist, glaube ich, alles dunkel, ne? Weil ich keinen. Ne, ich habe keinerlei Scheinwerfer oder sowas.
Hätte ich erst bauen müssen. Ich fahre jetzt eigentlich hier die Insel mal ab, ob ich irgendwo einen Anlegesteg sehe. Darkroom, ja echt mal, aber ohne anfassen. Und was so ein Darkroom ist, bleibt ein Darkroom. Ich kann euch mal beschreiben, was ich sehe. Rechts ist die Insel, der Rest ist Wasser und der schwarze Block in der Mitte bin ich. Hm. Ah, ich erkenne das Problem. Ich erkenne das Problem. Wisst ihr was? Ich hätte es mit dem Hubschrauber machen müssen, den ich natürlich nicht habe. Follow the recent record. Transport to the inspectors from the airport to the Clam Company Ulrich. Das ist das Problem. Ich hätte da nicht mit dem Boot hinfahren dürfen, sondern ich muss da eigentlich dann jetzt schon mit dem... Ja. Ja, dumm gelaufen, ne? Ich hätte die abholen müssen mit dem Hubschrauber oder so. Deswegen wird das nichts hier. Ich habe hier keine Anlegestelle. Das ist ja dämlich, oder? Kommt man denn jetzt irgendwie wieder zurück? Kann man letzten Schenkpunkt? Autosave, den starten wir mal. Das finde ich ein bisschen doof. Man sollte bei den Missionen zumindest beischreiben, welche Vorgaben da sind oder so. Oder? Findet ihr nicht? So, welche Mission habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das sind die beiden hier. Transport Crew, Transport Rig Inspector. From the Airport. Mal gucken. Gucken wir nochmal auf der Map. Da war ich. Da ist die... Der Rig. What? Wie funktioniert das jetzt? Ich habe hier aber keine Maschinen, ne? Ja, interessant. Interessant, interessant. Clear Vehicle, ja. Moment, nein, nicht clear. Load. Save. Ist aber doch ist gespeichert, da. Save. Ich will ein neues. Hubschrapp. Schrapp. Echt jetzt? Ich muss von null was bauen? Krass ist das denn? Inventory. Stand da draußen nicht was? Nee, ich hab da nichts gesehen, du. Warte mal eben. Können wir mal gucken hier? Guck mal. Hier sind Paletten und so ein Kram. Das ist nur Licht für den Hof. Ich meine, willkommen im Steam Early Access, ne? Also. Tutorial-Mission ist jetzt genauso weit gewesen, dass man dass man das Boot hinkriegt. Das Boot habe ich jetzt auch noch, ne? Hier, guck mal, da. Das müsste eigentlich Lot. Ah, jetzt habe ich sogar zweimal da. Der kann weg. So, und jetzt? Workshop. Nein. Moment. Können wir vielleicht aus dem Workshop was laden? Symmetrie. Kann Symmetrie bauen. Kamerawinkel, Center of Mass. Ich guck mal eben was. Geh mal hier beim Workshop durchstöbern.
Da können wir uns ja schon andere Sachen holen. Guck mal hier. Ach du Scheiße, was die Leute schon bauen. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Helikopter. Mission Helikopter? Download Helikopter. Ich will keine Mission, ich will einfach nur einen Helikopter haben. Warte. Da. Ocean Land Bird. Ach du Scheiße. Also einen Helikopter mal eben zusammenbauen, finde ich schon krass. Ich auch. Und dann gucke ich mir das hier an und denke mir, Leute, ihr habt zu viel Zeit, oder? Guck mal hier. Boah. Boah, sag ich nur. Das haben die dann mal eben selber zusammengebaut, ne? So. Dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe hier mal raus. Dann. Quit to Menu. Also, das schaffe ich als Spieler nicht einfach mal eben so komplett mal eben. Ich meine, ich habe zwar gerne Lego gespielt. Ah, hier steht auch extra Steam Workshop, ne? Da kann man auch sich wohl Sachen holen. Boardgame, Multiplayer, Settings. Geh mal kurz raus hier. Den habe ich ja jetzt eigentlich. Den habe ich downgeloadet, ne? Der ist downgeloadet. Oh, meine ganzen 1000 Spiele hier. Sorry. Starten wir nochmal. Dann gucken wir mal, ob der da jetzt mit drin ist. Das wäre natürlich cool, wenn wir da den Hubschrauber mit drin hätten. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nee, Steam Workshop, da passiert aber nichts hier. Suggest Feature. Ja, mache ich. Ah, okay. Das mache ich mal danach. Das werde ich dann einfach sagen, hier, bitte bessere... Bitte bessere Tutorials. Aber der Mike fasst das, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Mal eben so zusammenbauen, so ein Helikopter für die zweite Mission nach dem Tutorial. Ja. Es gibt ja Leute, die da gerne sich zurechtfummeln ohne Ende, ne? Also die Frage ist, ob ich das jetzt laden kann? Nee. Presets. Ach, es gibt Presets. Starter-Helikopter. Und Workshop. Ah, guck, das haben wir vorhin nicht gehabt. Wir haben nur Saved gehabt. Es gibt Presets, womit du eine Basis hast zum Anfang. Guck mal hier, ein Auto und ein Helikopter als Startbasis. Okay. Und jetzt haben wir hier aber Workshop. Error loading vehicle. You're trying to load is too large for this edit area. You will need to purchase an island with a larger workbench. Na geil. Okay. Dann war das schon mal nix. Dann nehmen wir ein Preset hier, da. Oh. Da auch? Hä? Nochmal. Ist hier eine Workbench? Nee. Hier ist so ein Riesenhof. Also... Wieso kann ich hier... Das war, die Bilder waren auch so, ne? Dass hier die ganzen Sachen standen. Interessant, ne? Wir klicken uns zurecht, falls ihr irgendeine Meinung habt dazu. Falls ihr irgendwas sagen könnt. So... You will need to purchase an island with a larger workbench. Check the map. Island for sale. Okay, machen wir das. Machen jetzt erstmal genau, was er dann sagt. Dann gehen wir hier raus. Da. So, das ist jetzt meine. Ich kann da nicht erkennen, ob ich da irgendwas kaufen darf oder nicht. Klar sind hier noch weitere Inseln. Wahrscheinlich kosten die dann so viel.
Alles klar, Adam. Ich glaube nicht, dass ich das noch eine halbe Stunde lang spiele. Ich bin jetzt halt gerade ein bisschen... Ich steige nicht durch, was ich machen soll. Für meine Mission muss ich irgendwas Fliegendes machen. Ich muss Transfer Crew. Da kam ich auf die Insel nicht drauf, ohne dass irgendwas fliegt. Und der hier war noch weiter weg. Da kann ich nicht mit dem Boot hinfahren. So, mehr Missionen habe ich nicht. Und hier darf ich... Wie kann ich das eigentlich löschen? Was sind das hier alles? L... O... K... Achso, das sind die ganzen Drehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin gerade überfragt. Mediumboot, Starterboot, Helikopter. Ich kann den Helikopter nicht machen, weil das hier nicht groß genug ist. Okay. Kann ich irgendwas anderes bauen? Ah, das ärgert mich, dass ich mit Escape nicht rauskomme, ne? Ah, guck mal, hier kriegt man dann so ein, schon mal so ein fertiges Ding. Quasi. Schon wieder vergessen, wo der Logikmodus war. Da. Ah. Auf jeden Fall alles zusammengebaut. Aber was nützt mir das, ne? Ich brauche einen Helikopter. Ach, naja, das ist doof. Jo. Ich würde sagen, es ist noch zu early, oder? Ich habe gesehen, dass da welche richtig dran spielen. Aber ich kann jetzt hier nochmal im Forum gucken, was man da machen muss oder so. Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Calling all helicopters. Aber es steht auch nichts, was man irgendwie machen kann. Features. So, gucken wir schon mal bei Guides. Gameplay Basics. Ja, natürlich gibt es das nicht in Deutsch. In Deutsch gibt es fast nie was. Simple Guide to PED. Was? Oh Gott, das ist viel zu kompliziert. Irgendwas mit Fliegen. Ja. Wisst ihr was? Also für mich ist das jetzt schon soweit. Ich weiß, die Idee ist geil. Ich habe schon Videos gesehen, da hast du richtig Missionen, wo du dann Hubschrauber hast, wo du dann irgendwie versuchen musst, die Leute zu retten und dir das dann zusammenbauen musst. Aber ich bin etwas frustriert gerade. Was ist das hier? Magnet. Kann ich irgendwas anklicken? Danke. Aber ich bin jetzt gerade frustriert, dass ich nicht einfach mir nicht gesagt wird, was ich machen soll, was ich machen kann. So, kann ich hier mal runterlassen? Kann ich mich... So. Ich meine, das ist ja alles ganz witzig. Ach so, ach, da oben. Guck mal, warte mal, was ist da oben? So. Schade. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, dass er das hier nicht... Ich will das auch gar nicht in der Workbench laden. Ich möchte das gerne auf dem Hof laden. It's too large for this area, for this edit area. Also kann ich... Ah, warte mal eben. Warte mal eben. Kann man die Workbench irgendwie... Nee, Q und E ist genau das gleiche. Ich dachte, ich könnte die Workbench jetzt irgendwie bewegen. Aber kann ich ja auch nicht, ne?
Ja. Ich würde sagen, ich bin überfragt. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass hier draußen halt auch irgendwas ist, aber dem ist nicht so. Also, gut, lassen wir das. Ich komme damit nicht klar. Wenn ich jetzt erst für so ein Spiel, sag ich mal, ein Studium machen muss, ist das auch doof, ne? Das macht ja leider keinen Sinn. Schade. Also Fazit erstmal, Steam Early Access für Stormworks könnte cool sein. Für einen Anfänger, der das sich aneignen will und angucken will, leider nicht geeignet. Weil es gibt keine Anleitung, Tutorials gehen nicht weiter. Ich bleibe an Stellen hängen, frustriert, wo es nicht weitergeht. Ich habe sogar geschafft, im Workshop mir einen Helikopter downzuladen, den ich aber leider nicht laden kann. Ja, weil das hier irgendwie alles so klein ist. Selbst die Presets kann man nicht laden. Was soll ich denn machen? Ne? Selbst den Buggy kann ich nicht, weil da fehlen mir irgendwelche Sachen. Okay, toll. Ja, gut. Alles klar. Was soll ich dann machen? Ne? Was soll ich machen? Ne? Das heißt, es geht nicht voran. Und ich kann die Crew nicht transferieren, weil ich auf der Insel nicht landen kann. Weil da gab es keinen Ausstieg. Also kann ich die auch nicht einsammeln. Ich könnte da jetzt irgendwie 10 Kilometer mit dem Boot runterfahren, damit ich wahrscheinlich auch nichts finde. Also Fazit, mein Fazit im Moment, ja, sollte man vielleicht noch ein bisschen warten. Und ich finde immer noch, egal wie weit dein Spiel ist, das Tutorial-Level ist das Wichtigste. Wenn du am Anfang die Leute nicht dazu hinkriegst, dass sie vernünftig anfangen können und das kapieren, dann wirst du keine breite Masse an Spielern finden. Funktioniert nicht. Du kannst denen auch nicht in 100 Seiten Handbuch dazu geben und sagen, hier, das ist das. Und du kannst denen auch nicht sagen, ja, aber der Spaß im Spiel ist es, dass du rausfindest, wie alles geht. Ja, mag ja sein, aber wenn ich noch nicht mal hier einen Helikopter laden kann oder irgendwas, ich da nicht hinkomme, ich auf die Insel nicht drauf komme mit dem Boot, weil es da keinen Steg gibt, also muss ich irgendwas Fliegendes haben. Ja, okay, es spielt sich irgendwo aus, ne? Fazit verbesserungswürdig. Mal die finale Version abwarten. Ja, wir sind in der 0.2. Ich würde sagen, ich gucke mir das in einem halben Jahr nochmal an. Bin ich mal gespannt. Kann ich auf dieses Video hier wieder zurückverweisen und dann mal gucken, was ist. Also, ich werde Mittag machen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen früh ab 9. Dann gibt es ordentlich LS17. Schade, dass das hier nicht weitergelaufen ist. Aber nützt ja nichts. Ne? Also, was soll man da machen? Ich guck mal,